Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Hast du satt, jeden Morgen aufstehen zu müssen? Hast du satt, jeden Morgen dich durch den Berufsverkehr quälen zu müssen? Hast du satt, im Stau zu stehen oder mal wieder auf den verspäteten Zug zu warten? Wenn du eine dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann solltest du jetzt dranbleiben, denn ich werde dir in diesem Video eine Lösung zeigen, wie das der Vergangenheit angehören kann. Wenn du stattdessen lieber von zu Hause aus arbeiten willst, dein eigener Chef sein willst, arbeiten können, wann, wo und wie viel du willst, dann bleib jetzt dran und schau dir das Video bis zum Schluss an, denn du wirst meine favorisierte Möglichkeit diesbezüglich kennenlernen. Vielleicht spielst du schon länger mit dem Gedanken, dass du gerne von zu Hause aus arbeiten würdest. Du weißt aber nicht, wie du das Ganze machen sollst, weil du musst ja auch schließlich deine Rechnungen bezahlen. Am liebsten würdest du den Job kündigen, aber kannst du nicht, weil, wie gesagt, du musst ja auch irgendwie deine Familie ernähren, du musst deine Rechnungen bezahlen. Also lange Rede, kurzer Sinn, du würdest schon gerne, aber dir fehlt einfach der Plan. Dann werde ich dir jetzt in diesem Video zeigen, welche Möglichkeit du hast, dir von zu Hause aus ein Geschäft aufzubauen, du auch die nächsten, Jahrzehnte betreiben kannst. Mein Name ist Oliver Schirmer. Wie ich dir bereits gesagt habe, geht es darum, wie du dir von zu Hause aus ein Geschäft aufbauen kannst. Und selbst wenn du jetzt noch nicht mit dem Gedanken spielst, wobei sich mir dann die Frage stellt, warum du dir das Video ansiehst, also ich gehe mal davon aus, dass das für dich ein Thema ist. Aber selbst wenn nicht, der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Das heißt, jeder wird früher oder später sich über Alternativen Gedanken machen müssen, weil die Menschen, gerade auch die Arbeitnehmer, die müssen immer flexibler werden. Und diese Konstante, wie es früher war, dass man in einem Unternehmen gestartet hat, seine Ausbildung gemacht hat und dort ein Leben lang bleiben konnte, das hast du wahrscheinlich schon an deinem eigenen Beispiel erlebt, dass es nicht so ist, oder du kennst jemanden, bei dem es nicht so ist. Und es wird in Zukunft auch immer noch mehr, sich verstärken, das Ganze. Und umso mehr freut es mich, dass ich dir heute in diesem Video auch eine Möglichkeit aufzeigen kann, wie du so eine Konstante wieder für dich in deinem Leben haben kannst, also in deinem Arbeitsleben. Werde dir einfach eine Möglichkeit zeigen, die dir das ermöglicht, das auch die nächsten Jahrzehnte dann eben auszuüben. Wie gesagt, die Arbeitswelt kann man so, wenn man will, in drei Kategorien aus meiner Sicht einteilen. Das sind zum einen, alle Tätigkeiten, die es da so gibt, sind im Prinzip in eine dieser drei Sparten daheim. Das ist zum einen das Arbeitnehmertum, also alle angestellten Arbeiter, dann die Selbstständigkeit und Unternehmertum, da zähle ich jetzt auch mal Freiberufler und so weiter dazu, also alle, die, ich sag mal, für sich selbst arbeiten. Und dann gibt es noch Network Marketing, und das ist das, was ich dir heute hier zeigen möchte. Und du solltest jetzt nicht den Fehler machen, nur weil du vielleicht den Begriff schon mal gehört hast und es in einem negativen Zusammenhang war. Du solltest dir jetzt wirklich mal die Zeit nehmen, kurz darüber nachzudenken, was ich dir jetzt im Folgenden sage, und einfach mal prüfen, ob es nicht eine Option für dich sein kann, weil es viele, viele Vorteile hat und ganz, ganz wenige Nachteile. So, und das, lass uns da jetzt einfach mal kurz einsteigen. Wenn du die Karriere als Arbeitnehmer startest, dann weißt du sofort, auf was du dich einlässt. Du weißt, du hast feste Arbeitszeiten, im Schnitt 35 bis 40 Stunden Woche. Du weißt, dass du morgens aufstehen musst, zur Arbeit gehen musst. Du weißt, dass du den Berufsverkehr mitkaufst. Das sind alles Dinge, die akzeptierst du schon im Vorfeld, weil du weißt, dass sie notwendig ist. Du akzeptierst den Stau, in dem du stehst. Du akzeptierst, dass die Bahn Verspätung hat, etc. Was du auch akzeptierst, wo viele sich gar nicht so viel Gedanken drüber machen, sind die folgenden Punkte: dass das Einkommen begrenzt ist. In Deutschland liegt der Schnitt bei 3,7 brutto und 1888 Euro netto im Jahr 2017. Du akzeptierst auch, wenn du eine Frau bist, dass du ungleich behandelt wirst, weil Frauen verdienen im Schnitt 21% weniger für die gleiche Arbeit wie Männer. Sag nicht ich, kannst du
ja nachlesen auf Statista.com. Ja, also das kaufst du von vornherein mit. Wenn du als Frau sagst, ja, ich will Angestellte sein, dann musst du, also es kann auch sein, dass es bei dir nicht so ist, aber du musst mit einkalkulieren, dass du im Schnitt weniger verdienst als Männer für die gleiche Arbeit. Auch wenn du im Osten der Republik wohnst, ja, dann kaufst du mit, dass du weniger verdienst wie im Westen, ja, nämlich 3.685 brutto und 4.806 Euro brutto im Westen. Ja. Du weißt, dass du dich in eine Art Hamsterrad begibst, jeden Morgen gleiche Sache, ja, du stehst auf, dann der Stress zur Arbeit, ja, und lange Fahrtwege, wie auch immer. Dann deine Arbeitszeit an sich, das Ganze wieder zurück und ja, nach dem Motto täglich grüßt das Murmeltier. Um dann, das machst du 40 Jahre lang, ja, um dann festzustellen, dass du deutlich weniger Rente hast, als du bisher netto verdient hast. Im Osten sind die Durchschnittsrenten bei ca. 1169 Euro, das sind die Nettorenten, und im Westen bei 1231 Euro. Wenn du jetzt aber 1888 netto im Schnitt verdienst, dann fehlen da halt mal so rund 700 Euro, ja, jetzt aufgerundet, im Monat. Einfach jetzt, in 20, 30 Jahren kann das natürlich deutlich höher sein, diese Differenz, weil wir halt viele ältere Menschen haben, die immer älter werden, Gott sei Dank, medizinischer Fortschritt sei Dank, aber es kommen halt auch immer weniger Junge nach, die dann die Renten der Alten finanzieren, und irgendwann muss es halt mal finanziert werden, und deswegen das, was ich dir jetzt heute sage, da wirst du früher oder später aus meiner Sicht gar nicht drum rumkommen, darüber nachzudenken, ja, in diesem Bereich aktiv zu werden. Warum, komme ich gleich noch dazu. Dann haben wir die nächste Gruppe, das sind die selbstständigen Unternehmer, also alle, die so für sich selbst arbeiten. Auch hier gibt es sehr, sehr viele gute Beispiele, aber die meisten kommen vom einen Hamsterrad ins nächste Hamsterrad. Wenn du mal so anschaust, wer die Reichen dieser Welt sind, dann stellst du fest, es sind selbstständige Unternehmer, ja. Aber, denn wie gesagt, man sieht ja immer nur diese herausragenden Persönlichkeiten, und die meisten schaffen es aber leider nicht, herausragend zu werden, ja, obwohl sie es können. Das ist meine tiefste Überzeugung. Aber wenn du Unternehmer bist, musst du dich darauf einstellen, und das ist jetzt einfach ich sag mal so, der breite Durchschnitt, ja, dieser Kategorie, ja, du musst dich darauf einstellen, unregelmäßige Arbeitszeiten. In der Regel sind es nicht weniger wie als Arbeitnehmer, sondern 50 bis 80 Stunden sind da keine Seltenheit. Das heißt nicht, dass das was Schlechtes ist, ja, weil die meisten Unternehmer, die ich kenne, ja, ich würde mich da jetzt auch dazu zählen. Ich arbeite auch gerne mal mehr, ja, weil es mir auch Spaß macht. Ja, und das ist ja auch das Ding vieler Unternehmer, dass es ihr Baby ist, ja, dass das Unternehmen ihr Baby ist, wo sie halt auch gerne dran arbeiten, ja. Und sie haben das ist der Vorteil gegenüber den Arbeitnehmern, sie sind flexibler, ja, haben also keine festen Arbeitszeiten, aber auch nur dann, wenn es der Betrieb zulässt, ja. Und ich kenne Leute, die mussten schon den Urlaub absagen, weil es im Betrieb runter und drüber ging, weil ein großer Auftrag zu platzen drohte, weil irgendwas nicht nach Plan lief, und dann war auch der Urlaub dahin. Ja, also du siehst auch, der Urlaub ist nicht immer planbar. Das Einkommen ist theoretisch nicht nach oben gedeckelt. Das heißt, du kannst so viel verdienen, wie du eben halt Wert in das Leben der Menschen bringst. Die Praxis zeigt aber, ja, also die Wirtschaftswoche hat da mal einen interessanten Artikel dazu veröffentlicht. Die Praxis zeigt, dass viele Solo-Selbstständige, ja, also ist jetzt eher ein Bereich auf diejenigen, die so als Einzelkämpfer unterwegs sind, die verdienen zwischen 616 Euro und 3.158 Euro im Monat, ja. Und wenn man jetzt mal 50 bis 80 Stunden Woche annimmt, dann ist es nichts anderes, wie vom einen Hamsterrad ins nächste zu kommen, weil der Stundenlohn ist da ja nicht wirklich viel besser. Also, manche haben sogar ein schlechteres Einkommen wie ein Angestellter, natürlich aber auch dementsprechend die Freiheit, gewisse Dinge zu tun, die du als Angestellter halt nicht tun kannst. Aber was definitiv
jeder hat, ja, in diesem Bereich sind hohe Fixkosten. Du kannst kein Fitnessstudio aufmachen, ohne dort Geräte reinzustellen, an denen man trainieren kann. Du kannst auch keine Schlosserei aufmachen, ohne Werkzeuge, die du benötigst, für, um dein Handwerk ausüben zu können. Ja, also ist einfach nicht möglich. Oder ja, also du brauchst einfach gewisse Anfangsinvestitionen, Anfangskredite, ja, so dass viele erstmal in einem satten Minus anfangen, bevor sie überhaupt dann, ja, ich sag mal, an Wohlstand oder Reichtum dann denken können. Und dann braucht man natürlich auch, je nachdem, ein Fitnessstudio ohne Personal funktioniert nicht. Ja, wenn du ein größeres Unternehmen aufbauen willst, je nach Branche, ja, dann geht's einfach nicht ohne Personal. Das heißt, du hast hohe Fixkosten in Form von Gehälter etc. Ja, also wie du siehst, das muss man einfach wissen, wenn man, ich will jetzt gar nicht sagen, was ist gut, was ist schlecht. Es gibt nichts Schlechtes daran, Arbeitnehmer zu sein. Es gibt nichts Schlechtes daran, Unternehmer zu sein. Es gibt auch nichts Schlechtes daran, Network-Marketer zu sein. Ja, sondern man muss halt einfach wissen, was einen erwartet. So, und jetzt möchte ich zu dem Thema kommen, was die Lösung für das Ganze ist, weil es, ja, die Vorteile beider Welten vereint, ja, und die Nachteile auf ein ganz, ganz kleines Maß reduziert. Du hast im Network Marketing eine Arbeitszeit von 10 bis 15 Stunden Woche. Warum ist das so? Du kannst das Ganze übrigens auch nebenberuflich machen. Das heißt, du musst deinen sicheren Job gar nicht aufgeben, ja, um dann, ja, ich sag mal, dir ein Unternehmen aufbauen zu können. Nein, du kannst es neben deinem Hauptjob, sodass du die eine Sicherheit hast und dir ein Business aufbauen kannst, von dem du dauerhaft leben kannst, ja, wo du auch vielleicht dir eine Rente aufbaust, ja, die du heute schon nutzen kannst und nicht erst, wenn du 65 bist oder 60, ja, wenn du dann halt in Rente gehst, wann auch immer das dann bei dir der Fall ist. Also, du hast halt diesen Vorteil, du musst halt nicht deinen Job aufgeben, kannst aber trotzdem loslegen. Und für alle diejenigen, die halt Vollzeit im Network Marketing arbeiten wollen, kann es natürlich oder solltest du eigentlich auch zu Beginn deutlich mehr Zeit investieren, nämlich so viel wie du kannst. Das ist am Anfang eines Geschäfts einfach ja der beste Weg, um schnellstmöglich ja sich ein gutes Einkommen aufzubauen. Aber auch hier liegt es, ich sag mal, in einem wirklich vertretbaren Rahmen, 10 bis 50 Stunden Woche. Wie ist das möglich? Ganz einfach, weil du dich nur auf das konzentrieren kannst, was dir Geld bringt. Du hast keine Logistik, keine Büroausstattung, du hast keine Fixkosten oder ganz, ganz geringe Fixkosten vielleicht. Du musst nichts investieren. Wenn ein Kunde über dich die Waren bezieht, wird es, also wenn du in einem modernen Unternehmen bist, komplett alles vom Unternehmen übernommen. Das heißt, du musst nicht zur Post gehen, irgendwelche Waren versenden, sondern die Person bestellt und das Unternehmen liefert das Ganze aus. Ja, also du hast die Möglichkeit, dich auf das zu konzentrieren, was viele andere Solo-Selbstständige oder Unternehmer nicht haben. Ja, du kannst dich auf das konzentrieren, was dir Geld bringt, nämlich darauf, Marketing zu betreiben. Ja, du musst dich nicht um irgendwelche, ja, ich sag mal, Dinge kümmern, wie zum Beispiel Produktentwicklung, Marktrecherche, ja, solche Dinge, das ist alles sehr zeitintensiv, fällt bei dir komplett weg, sondern die Produkte, du weißt, es gibt bereits einen Markt, ja, wenn du das richtige Unternehmen gewählt hast, du kennst die Produkte, du weißt, dass sie funktionieren, und das ist im Prinzip schon ausreichend, um im Network Marketing dann zu starten. Dann natürlich, du hast freie Zeiteinteilung. Und das Geniale am Network Marketing ist einfach, dass du von überall aus der Welt arbeiten kannst. Heutzutage brauchst du ja bei den meisten Unternehmen nicht mal mehr, also nicht mehr wie ein Smartphone. Ein Smartphone solltest du haben. Vielleicht auch noch ein PC aus meiner Sicht, also ein Laptop. Aber dann war es das dann auch schon, ja. Und dann kannst du in der Regel ja von überall aus auf der Welt dein Geschäft betreiben. Ja, auch hier, der Verdienst ist nicht gedeckelt. Es gibt
viele, viele Menschen im Network Marketing, die sechsstellig pro Monat und darüber hinaus verdienen. Aber ich will auch hier nichts verschönen. Hier die meisten Menschen im Network Marketing begnügen sich halt einfach mit wenigen 100 Euro im Monat oder manche verdienen auch gar nichts. Aber nicht, weil Network Marketing nicht funktioniert, sondern weil sie nicht die richtigen Dinge in der richtigen Häufigkeit tun. Ja? Und manche, muss man auch ganz ehrlich sagen, die machen halt einfach gar nichts. Und das liegt einfach daran, wenn du heute ein Fitnessstudio eröffnest und 250.000 Euro investieren musst, ja, oder wenn du ein Franchise, ja, wie McDonald's oder so machst, ja, da musst du sehr, sehr viel Geld erstmal investieren, ja, auch an Franchise-Gebühr. Und dann hast du natürlich ein Interesse daran, dieses Geld schnellstmöglich auch wieder zu erlangen. Und dementsprechend würdest du nie auf die Idee kommen, morgens nicht zur Arbeit zu gehen. Beim Network Marketing ist es so, da es so gut wie keine Investitionskosten gibt oder bei uns im Unternehmen zum Beispiel gar keine, kann es natürlich auch passieren, dass man sagt, okay, ich gucke mir das mal an, ja, und dann einfach anfängt, aber letzten Endes nie ins Handeln kommt. Ja, und das sind dann eben halt die Menschen, die im Network Marketing nichts verdienen. Weil wir haben hier im Network Marketing ein System, was Leistung bezahlt, ja, was Leistung honoriert und Leistung vergütet. Also ja, eine leistungsgerechte Vergütung. Und der Vorteil ist, du kannst duplizieren und multiplizieren. Das heißt, du bist nicht nur auf die Kundengewinnung ja, fixiert, sondern du kannst jeden Tag, ja, überall neue Filialen eröffnen, ja, in Form von neuen Vertriebspartnern, ja, die du einstellst. Das heißt, du bist nicht irgendwie gebunden, ja, an ein Gebiet, sondern du kannst wirklich dort, wo du möchtest, wo du expandieren möchtest, kannst du neue Menschen einstellen und kannst, ja, dich so vervielfältigen. Weil eins ist klar, du kannst vielleicht selbst persönlich 10, 20, 25 Kunden am Tag gewinnen, je nachdem, was dein Produkt ist, wie du organisiert bist, etc. Ja, wie viel da möglich ist, musst du für dich entscheiden. Aber wenn du jetzt 100 Leute hast, ja, und jeder macht 25 Kunden am Tag oder 10 Kunden am Tag, dann weißt du, ja, dass du halt deutlich mehr Kunden generierst, ja, wie alleine. Und das ist der Vorteil von Network Marketing, weil du dich einfach duplizieren, weil du dich multiplizieren kannst. Und wie ich schon gesagt habe, du kannst es haupt- und nebenberuflich machen. Du kannst auch nebenberuflich dir ein Geschäft dementsprechend aufbauen und kannst dann von der einen Sicherheit in die andere Sicherheit wechseln. Oder es gibt viele Leute, die sind heute noch Arbeitnehmer, verdienen im Nebenberuf deutlich mehr, ja, als in ihrem Hauptjob. Und diese Freiheit bietet Network Marketing. Das heißt, das Schöne ist, du reduzierst das Risiko auf ein Minimum, hast aber die Vorteile, ja, eines Unternehmers, ja. Der Vorteil von einem Unternehmer ist, dass er Mitarbeiter einstellen kann, ja, um sich eben Zeit einzukaufen. Das ist das wichtigste Gut von uns Menschen. Das ist nicht Geld, sondern es ist Zeit, ja. Und Zeit für sich zur Verfügung haben, Zeit zu haben, die Dinge zu tun, die einem wichtig sind und dabei trotzdem ein ordentliches Leben zu führen, ordentliches Geld zu verdienen, ja. Und das bietet dir eben, ja, Network Marketing, weil du kannst hier jeden Tag neue Mitarbeiter einstellen und du hast den Vorteil, du musst diese nicht bezahlen. Das heißt, du hast keine Fixkosten, du hast keine Gehälter, die du auszahlen musst, sondern immer dann, wenn die Menschen aktiv werden, dann wirst du an deren Umsätze dran beteiligt. Ja, wenn sie nicht aktiv werden, dann eben nicht. Ja, also, wie ist es bei uns? Bei uns im Team bekommst du zusätzlich sogar noch alle Werkzeuge, ja, die du brauchst. Wir stellen natürlich braucht man da ein Tool dafür, aber wir stellen Webseiten zur Verfügung, E-Mail-Serien fix und fertig, ja. Du musst nicht erst alle Tools testen, um dann zu dem Entschluss zu kommen, welches Tool du tatsächlich brauchst, sondern wir geben dir klare Empfehlungen, mit welchem Tool wir arbeiten und wo du im Prinzip alles hast, ja, was du brauchst. Du kriegst die Sales Funnels dazu, die E-Mail-Sequenzen etc. Du kannst einfach das Ganze einrichten und loslegen, ja, und kannst das Geschäft so groß machen, wie du es für dich als richtig empfindest.
Okay, das soll es jetzt aber hier an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du ja das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, ja, für wen diese Infos hier relevant sind. Ich freue mich über ein Like, einen Daumen hoch, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Sind alles Dinge, freue ich mich sehr drüber. Wenn du Fragen hast, nutze die Kommentarfunktion. Und wenn du ja Lust hast oder Interesse an der Zusammenarbeit, dann findest du unterhalb des Videos weitere Informationen. Nutz dazu gerne das Kontaktformular, ja, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Oder ja, trag dich für die unverbindlichen Infos unterhalb des Videos ein. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg und ja, denk über Network Marketing intensiv nach. Wenn du Fragen dazu hast, komm auf mich zu. Und gerne beantworte ich dir deine Fragen und helfe dir diesbezüglich weiter. In diesem Sinne maximalen Erfolg, alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.